Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Trainfieber hier bei Heisenberg zockt. Ja, das ist unser neuer Bahnhof hier in Pasca. Sorry, ich versuche mir das zu merken, habe ich schon mal versprochen. Und guck mal, sie bauen schon. Ach, ihr Vögel, ihr sollt hier nicht bauen, hier kommen noch Gleise raus. Nein, müssen wir wieder abreißen. Hilft nichts. Okay, Pausenmodus. Boah, hier, boah. Oh, guck mal das an. Das ist natürlich wieder cool. Schön um die Gleise rum. Das hat sich gelohnt hier, muss ich sagen. Also die Übung hier, bis wir rausgekommen sind, die war ja ein bisschen zäh, gebe ich zu. Ich weiß noch nicht, was in den Kommentaren stand. Ich nehme gerade wieder anschließend auf. Ich muss einfach aufnehmen. Ich habe Lust zu spielen. Das ist jetzt aber wirklich klasse. Genau so sollte das sein. Hier mit der Kurve und oh, sehr schön. Nur hier hinten wäre es nicht nötig. Aber okay, jetzt noch was anderes. Ich werde diese Schleife hier nochmal entfernen. Jetzt kann man sich fragen, warum dies? Ganz einfach, guck mal, was ich hier noch gefunden habe. Das passt nämlich perfekt hier rein und sieht noch besser aus. So, das ist doch ein Kunstwerk, geradezu. Gefällt mir sensationell, deswegen habe ich das jetzt nochmal gewechselt. Kopieren und es passt. Gut, hier vorne, eigentlich, wisst ihr was, wir ziehen gleich mal die Gleise noch ein bisschen weiter. Denn bevor die auf die Idee kommen, hier, weiß der Kuckuck was zu machen. Wir machen das mal, oder vielleicht eine Straße. Dann können wir ihnen die Möglichkeit geben, dass sie hier nochmal bauen. Kommen wir hier raus. Mit ein bisschen Übung kommen wir hier raus. Oder wir müssen das Haus opfern. Wir müssen wohl das Haus opfern. Was möchte ich denn eigentlich genau? Von hier, hier rüber. Ich muss mal testen. Irgendwie so. Oder doch erst die Schienen legen, dann die Straßen. Das Problem ist halt, ich hätte natürlich durchaus gerne nochmal einen Bahnübergang. Aber ich denke, wir machen doch zuerst die Schienen. Ist, glaube ich, einfacher. Also, hier mal eine Kurve. Relativ langsam. Und dann hier geradewegs raus. Okay, dann haben wir hier aber eben keinen Bahnübergang. Wir haben hier genug Bahnübergänge. Das ist allerdings irgendwie auch wahr. Gut. Wie wäre es denn, wenn jetzt hier aus diesen drei Gleisen hier zwei werden? Da wir ja doch mitten in der Stadt drin sind. Das wird dann im Bahnhofsbereich wird's breiter. Hier wird es dünner. Wenn wir hier rausgehen. Okay, finde ich gar nicht schlecht. Ziehen wir weiter. Wo wollen wir eigentlich hin? Da nach Fahrenhorst. Da müssen wir dann schon bald zu einer Kurve ansetzen. Zumindest dem einen Gleis. Oder wir gehen hier dann raus. Das schauen wir. Im Moment bauen wir, damit sie uns nicht zubauen. Wo müssen wir mit dir hin? Von da kommen wir. Beziehungsweise da wollen wir dann hin nachher. Aber oben raus. Ja, irgendwie so in die Richtung. Okay, gut. Sollen wir das schon mal hinlegen? Wir legen das schon mal hin. Das zweite Gleis ebenfalls. Eben. Ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, damit sie uns hier nicht zubauen. So, jetzt könnt ihr fleißig weiter eure Straßen bauen. Jetzt würde ich hier aber doch, weil wir gerade dran waren, noch schnell gucken, ob hier vielleicht nicht eine Brücke geht. Bisschen weiterziehen. Nein, die wird nicht schön. Die wird dann zu einseitig. Okay, vielleicht unten drunter. Nee, wenn schon, dann eigentlich ein Bahnübergang. Wisst ihr was? Wir machen das ganz einfach. Wir nehmen das nochmal weg. Nehmen das Haus weg. So. Ich weiß, das gibt wahrscheinlich Stau und. Das ist mir aber ehrlich gesagt eher egal. Denn es soll cool aussehen. Ich möchte hier einfach, wenn wir schon die Möglichkeit haben, ohne Kosten zu bauen, dann müssen wir das ausnützen. Alles andere wäre doof. Ich kann es nicht anders sagen. Also, machen wir das so. Und wenn es halt Stau gibt, dann gibt es halt Stau. Dann müssen die halt die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Und wofür bauen wir Züge und Busse? Also, würde ich mal meinen, der Bahnübergang, der hat durchaus seine Rechtfertigung. Gut, nehmen wir. Jetzt wäre es noch schön. Jawohl, perfekt. Und jetzt gucken wir aber gleich, wie wir das machen, dass sie hier noch bauen können. So, sollen wir vielleicht noch ein bisschen weiter? Ein bisschen weiter gehen wir noch. So, das können wir immer wieder abreißen. Egal, es ist eine Art Reservierung. Gut, jetzt Straße. Hier können sie natürlich nicht mehr bauen. Wir hätten im Prinzip näher rangemusst, aber das können wir nicht. Wir haben hier eine Kurve. Das funktioniert beim besten Willen nicht. Wenn ich jetzt hier eine Straße lang ziehe, wenn es gehen würde, das bringt nichts.
Die Häuser stehen ja schon. Was bringt, ist, wenn wir hier oben bauen. Jetzt wäre es halt eben schön, wenn man so eine Art Maßeinheit hätte. Dass wir wissen, wie viel Platz braucht so ein Haus. Dann könnten wir das so machen, dass die dann eben hier sicherlich bauen können. Haben wir nicht irgendwas in der Größe? Mal gucken. Ja, plus minus geht das etwa hin. Das wäre dann hier. Passt das? Das ist für, ja, nach oben hin fast ein bisschen zu viel. Aber ist okay. Jetzt das mal bauen. Das reißen wir wieder ab. Und jetzt die Straße oben lang. Ob das funktioniert, Leute, ich weiß es nicht. Ich habe das so noch nie gemacht, aber wenn man es nicht probiert, da gibt es wieder so einen Hugel. Ja, aber der ist verkraftbar. Zumal wir das ja wieder abreißen. Was macht das Spiel? Es hüpft. Vor Freude wahrscheinlich, weil wir hier alles auseinandernehmen. Gut, jetzt können sie hier bauen. Deswegen kommst du wieder weg. Und was wir hier wieder korrigieren können, wird entsprechend korrigiert. So, da steht noch ein einsamer Baum, eine einsame Tanne. Die lassen wir in Ruhe, wenn es irgendwie möglich ist. Den Rest machen dann eh die Hausbauer, dass sie hier noch ein bisschen Terraforming an den Tag legen. Gut. Oh, ich freue mich schon, bis hier die Züge durchfahren, wenn hier noch überall Häuser stehen. Ja, und hier hinten gehen welche raus. Das ist perfekt. Das ist wirklich, das finde ich sensationell, dass die hier schon bauen. Und uns sozusagen unterstützen bei dem, was wir machen. Eben, dass es nicht so falsch sein kann. Man ist ja nie ganz sicher, ist das jetzt clever, hier alles abzureißen? Im Endeffekt würde ich jetzt schon sagen, ja. Denn eben, die bauen hier alles wieder zu, genauso wie das gedacht war. Gut, wo wir eigentlich stehen geblieben sind. Oh Gott, hier hinten müssen wir echt wieder alles abreißen. Wir wollen hier von Farnstedt hier runter nach Pasca. Wie machen wir das denn? Wir könnten natürlich auch, dass das so ein inoffizieller Kopfbahnhof wird. Das könnten wir natürlich auch machen. Oder vielleicht später einfach mit einem Gleis hier noch raus. Dass wir hier mit einer Weiche reingehen. Hier runterkommend. Das wäre auch eine Möglichkeit. Die Frage ist sowieso, wie kommen wir hier runter bzw. hier rauf? Denn das geht, ja, wie es halt so ist, wenn es runter darauf geht, geht es runter darauf. Schon klar. Ja, Brücke, Tunnel, irgendwie sowas in die Richtung. Ich muss sagen, ich möchte denen jetzt das hier nicht wieder alles kaputt machen. Wir haben denen schon so viel angetan hier in dieser Stadt. Am Schluss fackeln sie uns den Bahnhof ab. Wenn wir Pech haben. Wobei, die freuen sich. Guck mal, das ist ja schon, wie die bauen. Das ist ja ganz krass. Oder kommen wir? Ja, mit einem Tunnel kämen wir hier schon runter. Nur, wir kommen hier vor der Straße nie und nimmer unter die Erde. Das wird niemals funktionieren. Da kriegen wir kein Portal hin, nix. Das wäre also schon am naheliegendsten. Wir gehen hier rüber, dann können wir hier nämlich nochmal einen Bahnübergang machen. gar nicht schlecht. Aber wie kommen wir runter? Wir machen das jetzt einfach mal. Wir schnappen uns das Gleis und gehen hier in den Tunnel rein. Das ist eigentlich schon genau das, was ich nicht möchte, wenn wir hier rüber gehen. Aha, okay, das würde gehen ohne Tunnel. Und dann hier so runterschlängeln, so serpentinenmäßig. Hier ist natürlich der Berg. Wenn wir in die Richtung gehen, kommen wir hier noch höher. Das ist keine gute Idee. Also wenn, dann gehen wir schon in die Richtung. Da hat das Spiel durchaus recht. Mal ein bisschen in die Höhe. Dann haben wir die 120. Hier haben wir sie auch noch. Okay, dann ist es noch nicht ganz so serpentinig. Unbeschrankt. Wir sind hier mitten auf dem Land. Das erkläre ich gerne nochmal, wenn sich jetzt jemand fragt, was hat das mit mitten auf dem Land zu tun. Das ist eigentlich ganz einfach. Ich möchte nicht nur beschrankte Bahnübergänge auf der Anlage. Ich möchte auch ein paar blinkende, unbeschrankte. Und die mitten in die Stadt reinstellen? Nein, das würde ich dann eben doch nicht. Deswegen, sobald wir ein bisschen auf dem Land sind sozusagen, würde ich gerne jeweils solche machen. Hier geht es halt schon auch runter. Und wir müssen irgendwie ja noch hier rein. Wir können natürlich auch hier lang. Und hier außen rum. Oder hier rein. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Hier haben wir ja auch Gleis. Das ist ja dann Schnuppe. Wir gucken mal. Wir gehen mal da runter. Ich glaube, das kann man mal bis hierhin so machen. Wenn wir es ein bisschen mehr beugen. Ich teste es mal. Ja, wir müssen wahrscheinlich nochmal in eine Kurve rein. Sonst gibt es halt hier von hier oben einen Tunnel. Beziehungsweise... Nee, wenn schon, dann so.
Nochmal eins. Ja, so wird's gehen. Zumindest bis hierhin. Und dann hier wird's wahrscheinlich auf eine Brücke gehen. Zumindest wenn wir's so machen. Wir bauen das mal. Was passiert, wenn ich den mache? Nee, das ist besser. Da hätte ich die ganze, die ganze Übung vorher eigentlich nicht gebraucht. So, jetzt hier den Kamm entlang, hier runter und hier in diese Gleise rein. Das müsste eigentlich machbar sein. Aha, da gibt es einen Tunnel, aber da stört es mich ehrlich gesagt gar nicht. Denn das ist halt nun mal genau noch ein Berg. Okay. Nur nicht jetzt hier auf eine Riesenbrücke, das möchte ich nicht. Das könnten wir machen, dann kämen wir dann wahrscheinlich bald wieder hier nach hinten. Nach hier hinten. Wollten wir jetzt aber gar nicht. Wir wollten eigentlich hier runter. Geht das auch irgendwie? Ja, mit einer Mordsaufschüttung. Okay, kommen wir hier rein? Kollision, klar. Oh ja, das kann nicht wirklich funktionieren. Mit einer Riesenbrücke. Das würde klappen. Aber nein, das möchte ich nicht. Das sieht irgendwie nicht wirklich gut aus. Wir nehmen es wieder weg. Jetzt ist halt wirklich die Gretchenfrage, ist so rum, aufschütten. Und dann hier eigentlich fast schon wieder in die Stadt rein und hier runter. Dann ist die Frage, kommen wir hier runter? Das können wir natürlich mal testen. Wir stoppen das hier, nehmen das von hier und gucken mal, wie sieht es denn aus, wenn wir hier hochgehen. Okay, eine Kollision haben wir. Das ist aber da. Ist das der Bahnübergang? Ne, die Straße. So geht's. Okay. Das ist jetzt von hier aus noch nicht machbar. Damit der Weiche wahrscheinlich. Aber wir sehen, das würde gehen. Ohne Tunnel, ohne sonst irgendwas. Der Konflikt da mit der Straße, der ist eigentlich egal. Dann lasst uns das mal hier hochziehen. Ja, vielleicht hier schon rausgehen. Und hier noch ein weiteres Gleis einfügen, denn hier werden sie nicht mehr bauen. Das wissen wir. Da ist keine Straße. Okay, dann haben wir hier wieder einen Trippelbahnübergang. Boah, das wird die Stadt der Bahnübergänge. Halleluja. So, und dann hier in die Kurve. Rein. Und zwar mal Richtung Bahnübergang gehend so, würde ich sagen. Dann hier rüber. Wenn es irgendwie geht, ohne Kollision. Da müssen wir so raus. Okay, gehen wir wieder zurück. Dann gibt es hier die Schranke. Okay. Und jetzt müssten wir, würde ich mal behaupten, ein bisschen in die Höhe. Das machen wir auch. Okay. Ja, eher so. Wir verlieren natürlich so wieder ein bisschen Tempo. So gewinnen wir es wieder. Und wir haben hier keine Brücke, nichts. Das ist eigentlich genau, was ich wollte. Wir haben einfach eine Beschränkung, zumindest mit dem langsamen Gleis, auf 106 km/h. Okay. Hier rüber sollte wieder machbar sein, ohne größere Manöver. Und jetzt da hinten rein. Das können wir mal direkt versuchen. Was gibt das für eine... Ja, das gibt eine Riesenkurve. Okay, Krümmung zu groß. Ist soweit nachvollziehbar. Und was so machen? Ja, wird halt keine Raserstrecke. Definitiv nicht. Das macht aber nichts. Ja, jetzt können wir hier rein. Dann schüttet es hier auf. Das ist... Soweit. Okay, gut. Und schon hätten wir das Ganze nämlich mit dem Bahnhof verbunden. Man glaubt es gar nicht. Was hier jetzt natürlich noch fehlt, sind Weichen. Wir müssen irgendwie hier noch was in Sachen Weichen machen. Bringe ich hier noch eine dazwischen? Wenn, dann nur ganz knapp. Nein, geht nicht. Okay. Können wir hier vielleicht schon raus? Dann können wir die Weiche nochmal neu machen. Das machen wir nochmal neu. So. Okay. Den Zipfel hier noch weg. Und gucken, dass wir hier möglichst knapp am Haus vorbei rauskommen. Das wäre schön. Krümmung zu groß. Das ist natürlich doof. Krümmung zu groß. Wir kommen da leider nicht raus. Wegen diesem... Ja, wegen der Krümmung halt. Nicht, dass es jetzt gar nicht mehr geht. So geht's. Okay, wir sind aber halt... Ja, wir sind zu nah dran. Hier kriegen wir keine Weiche hin. Okay, geht nicht. Dann danach. Im Prinzip brauchen wir ja nur für die zwei Gleise eine. Moment. Hier geht's. Und zurück. Ah, das ist ja immer wieder schade. Ungeeignete Stelle. Aber so würden sie
zumindest da reinkommen. Dann bräuchten wir noch eine Möglichkeit, für die Züge von hier kommend hier rüber zu wechseln. Wenn sie denn wollen. Da haben wir wieder zu große Krümmung. Und hier oben halt, hier oben haben wir eh die Weiche in ein Gleis rein. Dann können wir uns das schenken. Aber, doch, wenn sie von hier kommen, können sie ja hier aussuchen, in welches Gleis sie rein wollen. Das passt. Hier rein kommen sie nicht, aber hier. Oh, hier haben wir nochmal. Genau, hier können wir noch dieses nicht funktionale Gleis legen. Das machen wir, sonst sieht es da ein bisschen leer aus. Mal bis hier hin. Okay, schade. Da kommen wir nicht mehr weiter. Vielleicht kriegen wir da noch ein Depot oder etwas hin. Bringt natürlich nichts. Und dieses Gleis müssen wir jetzt hier noch verstecken oder anschließen. Sehr schön, das geht perfekt. Gut. Haben wir wieder was Schönes gemacht. Gefällt mir schon wieder sehr gut. Was hier jetzt noch fehlt, ist natürlich das zweite Gleis. Das schnappen wir uns auch noch. Denn ich möchte schon noch mit den Zügen hier durch heute, wenn es irgendwie möglich ist. Okay, das geht. Immer zuerst die neuralgischen Punkte testen. Wenn die gehen, dann kann man den Rest immer noch verbinden. Jetzt hier diese lange Strecke machen wir natürlich einfach mal. Da vorne das Tunnel, hoffe ich, ist kein großes Ding. Nein, ist es nicht. Sehr schön. Ja, ist doch eine nette Strecke hier wieder den Berg entlang. Halt eher wirklich auch wieder was Beschaulicheres, Langsameres, aber zu den schnellen Linien, zu denen kommen wir noch früh genug. Keine Angst, sobald wir schnelle Züge haben. So, hier haben wir auch kein Problem. Da können wir je nachdem mit der Straße dann sogar noch gucken, ob wir einen Tunnel machen, damit die Stadt da auch weiterbauen kann. Und was ich auch nicht vergessen darf, die Güter. Wir müssen möglichst bald dann schon mal zur Güterversorgung übergehen. Vor allem da in Oberbösa. Sonst haben wir da eine Bremse drin beim Wachstum. Wenn die keine Güter kriegen. So, jetzt bräuchten wir hier eine Weiche. Wo machen wir dich hin? Hier. Ja, hier. Perfekt. Sehr schön. Gut. Und einmal noch verbinden. Und schon haben wir es. Cool, die Verbindung steht eigentlich soweit. Jetzt bräuchten wir die Signale. Machen wir? Haben wir vielleicht schon wieder andere bekommen? Nein, leider nicht. Sind die tatsächlich auch jahrgangsbefristet? Komisch. Aber ja, würde schon Sinn machen. Wahrscheinlich hat man die halt irgendwann dann erfunden, sozusagen, oder eingeführt. Also, wir kommen hier raus. Hier sind wir zweigleisig. Das heißt, hier machen wir ein Signal hin. In die Gegenrichtung. Machen wir es mal hier oben. Dann haben wir hier natürlich wieder sehr schön den Klassiker. Da vorne machen wir gleich nochmal einen Klassiker. Zack, zack. Und jetzt können wir eigentlich mehr oder weniger freisetzen. Wobei da vorne haben wir wieder eine Straße. Dann gibt es hier dazwischen noch einen Block. Und hier nochmal so. Dann haben wir wieder eine relativ lange Strecke. Da vorne kommt ein Tunnel. Das machen wir natürlich auch wieder so. Zack. Und hier. Zack. Jetzt mal gucken. Dann geht es hier runter geschwungen. Da können wir hier nochmal welche machen. Dann haben wir... Oh, das ist nicht schön. Dann haben wir aber sicherlich genug Blocksignale. Da sollten ein paar Züge fahren können. So, das passt besser. Und jetzt machen wir hier glatt nochmal diesen. Und hier unten machen wir den gleich nochmal. Ja, wobei, wir haben da vorne eine Weiche. Wie lang ist der Weg? Wir machen mal hier welche. Hier nicht, ausnahmsweise. Dafür hier bei der Einfahrt. Und hier doch auch, davor nochmal. Okay, denn hier hängt der Zug nirgends rein. Das passt so, gut. Und wie sieht es im Bahnhofsbereich aus? Das können wir hier nicht signalisieren in dem Sinn. Das wird dann doppelgleisig befahren, also hin und zurück. Und hier drin brauchen wir nichts machen, die Bahnhöfe haben Signale. Gut, passt, die Linie. Beziehungsweise, wisst ihr was, jetzt lasse ich mal laufen. Ich möchte mal gucken, wie sie hier bauen, wie die Wilden. Vielleicht poppen gleich nochmal welche auf hier. Boah, eine ganze Armada. Eben, es wäre schade, das hier wieder abzureißen. Das würde mir ehrlich gesagt nicht gefallen. Gut, vielleicht stellen sie ja schon bald mal hier noch was dazwischen. Das werden wir sehen. Also, die Linie wollten wir. Oberböser Farnstedt wäre das. Da müssen wir jetzt diesen Bahnhof einfügen.
Sie können dann aber nur zurück. Das, wisst ihr was, das lassen wir mal noch. Wir bauen erstmal noch die Strecke von hier nach da. Das sieht nicht aus, als wäre das ein Riesenmanöver. Denn, ja, sonst müssen sie den ganzen Weg wieder zurück. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Wir machen den Weg nach da hinten mal noch. Gut, welches Gleis haben wir denn hier zur Auswahl? Wenn wir hier runtergehen, dann haben wir nur dieses. Okay, beziehungsweise eins von denen. Beziehungsweise das hier ist kein Bahnhofsgleis. Das dürfen wir dann auch nicht vergessen. Das hier ist nur ein Bahnhofsgleis. Das heißt, wir haben nur dieses eine Gleis. Wenn wir hier rauskommen, hier langfahren, dann könnten wir eigentlich eben... Ja, wir müssen hier vorne halt noch die X-Weiche machen, damit wir wechseln können. Nach der Schranke. Okay, Signal setzen wir hier aber natürlich keines. Sonst hängen wir hier rein. Das gehört noch zum Bahnhofsbereich. Dann warten die Züge auch hier vorne dann. Gut. Fahrenhorst wäre da oben. Ja, das können wir einfach, ich würde mal sagen, so nach da bauen. Okay, und wenn wir hier noch in die andere Richtung müssen, also nach da, aus irgendeinem Grund, das werden wir ja feststellen, dann, ja, dann werden wir das entsprechend hier mit Weichen machen. Dann wird es dann da für einen kleinen Moment vierspurig. Jetzt müssen wir aber gucken, wo wir hier reingehen. Wir müssen so rein, dass der Zug hier wieder raus kann. Und zwar auf unsere Linie. Das wären die, diese Gleise hier hinten. Das heißt, wenn wir hier reingehen, haben wir hier irgendwie eine Weiche nachher. Nein, wir haben das Gleis noch gar nicht fertig. Okay, das können wir aber natürlich noch so weit machen. So weit ziehen, dass wir hier eine Weiche hinkriegen. Also, ich werde mir das nachher nochmal kurz ansehen. Dann können wir nämlich hier in den Bahnhof rein. Dann kommen wir hier wieder raus und dann wechseln wir hier. Vielleicht kriegen wir hier sogar noch eine schöne X-Weiche hin. Mal gucken. Eben, die sparen halt Platz. Ja, da haben wir schon wieder die ungeeignete Stelle. Wirk. Reicht denn das? Ach nein, ich möchte eine X-Weiche. Ich muss es ganz ehrlich sagen. Ich liebe die Teile inzwischen. Eben, sie sparen Platz. Sie geben dem Zug sämtliche Möglichkeiten sozusagen. Wo können wir dich denn hinmachen? Oder vielleicht hier sogar dazwischen? Schade, Krümmung zu groß. Das geht natürlich auch, wenn man hier rausgeht. Wenn es geht, dann kann man hier wieder rein, wenn es geht. Das war jetzt eine Erklärung. So, wo denn X-Weiche? Zack. Es wird auch nicht gehen, ich sehe es kaum. Bau nicht möglich. Vielleicht bin ich auch nur nicht schön da, wo ich hin soll. Ja, passt. Gut, jetzt können sie wechseln. Dann können sie in diese Gleise rein, wenn sie von hier kommen. Okay, das heißt, wir müssten mit dem Gleis... Oder wir machen sogar das Ganze so. Moment. Ich muss mal gucken, wie weit kommen wir denn mit unseren Weichen? Mal bis hier hin. Das ziehen wir auch mal noch hier hin. Jetzt müssten wir hier rüber. Das wird nicht gehen, weil es nicht angelegt ist. Das geht vielleicht ab hier. Ja. Und dann müssten wir von hier noch hier rüber. Dann könnten wir auch das äußerste Gleis benutzen. Mal gucken, ob das klappt. Also von hier noch hier rüber. Jawohl, sehr schön. Okay. Das heißt, jetzt können wir eigentlich auch in dieses äußerste Gleis rein. Von da unten kommt. Dann können wir hier nämlich den Bogen machen. Und können die hier freilassen. Die müssen ja irgendwo nach... Da hinten dann wahrscheinlich auch noch. Nehme ich nochmal schwer an. Stimmt die Ausrichtung? Jawohl, ungefähr stimmt sie. Machen wir mal so. Wir können da noch einen anderen Bogen reinmachen. Hier kommen wir wieder rüber. Jetzt müssten wir da aber in die Richtung, haben wir gesagt. Hier sind wir wieder eher auf dem Land. Das heißt, wir machen hier unbeschrankt. Jetzt mal schauen. Wir schnappen es uns, verbinden es gleich mal. Jetzt setzt er hier zur Brücke an. Da komme ich nicht rein. Das wäre aber das Gleis, das wir wahrscheinlich benutzen müssten. Ach, wir können auch das andere nehmen. Das ist eigentlich egal. Stelle ich gerade fest. Steigung zu groß. Das ist dann natürlich nicht wirklich egal. Okay, wir müssen es anders machen. Das ist das maximale Senkungsdingens. Und hier müssen wir aber halt in die Höhe. So, wenn wir jetzt hier in die Höhe gehen, vielleicht geht schon. Nein, geht noch nicht. Dann müssen wir es in kleinen Schritten bauen.
Ja, mal gucken, ob das klappt. Ich bin gerade nicht so zuversichtlich. Nein. Jetzt hier runter. Maximal. Das sieht man schon, das ist eine doch gröbere Diskrepanz hier zwischen den Höhen. Das müssen wir wahrscheinlich anders machen, aber wir bauen es mal einfach testweise. Manchmal staunt man ja dann doch, aber dieses Mal staunen wir nicht. Okay, muss anders gelöst werden. Wir müssen früher runterkommen. Könnte natürlich sein, dass das dann hier im Tunnel endet. Mal gucken. Wenn wir dich einfach mal so bauen, mit Tunnel hier hoch, dann kommst du nicht mehr aus der Erde raus. Hier oben. Können wir das brauchen? Dann machen wir eine ordentliche Kurve. Kriegen wir das nicht irgendwie weniger hin? Nein, kriegen wir so nicht. Okay, wenn du hier hoch gehst. Ja, kommt einfach erst da raus. Wenn wir eine Kurve machen, dann könnten wir wieder zurück. Da kommen wir gar nicht mehr raus. Ja, wenn dann hier. Dann ist natürlich dieses Gleis überfällig. Aber da noch eine Kurve hinkriegen, ohne dass der komplett runterbremsen muss, das frage ich mich dann schon. Nehmen mal. Was nehmen wir denn? Das Ding haben wir schon in Oberböser. Hier die Röhre haben wir im Berg drin. Wir nehmen mal dich. Ja, wir bauen das mal so. Dann haben wir hier einen Tunnel. Und jetzt gucken wir, ob wir hier nicht doch irgendwie reinkommen. Das würde wahrscheinlich sogar gehen. Doch, da kommen wir rein. Gut, dann machen wir das eben so. Dann haben wir hier doch mal noch einen Tunnel. Der Vorteil ist natürlich, die können, blöd gesagt, die Stadt draufstellen. Okay, ob das mit dem zweiten Gleis auch hinhaut? Ich weiß es nicht. Wo haben wir das zweite Gleis? Außen oder innen? Wo bist du? Da haben wir noch eine Scharte, die müssen wir wegmachen. Hier, außen in dem Sinn. Okay. Mal gucken. Tunnel über der Erdoberfläche. Ach, aber ein Tunnel machen. Wenn wir mit dem zweiten Gleis so in die Höhe kommen. Wo war ich? Ne, hier. Ah, da. Okay, wegen der Scharte vielleicht. Wie sieht es auf der Seite aus? Sonst wechseln wir natürlich einfach die Seite. Das ist ja egal. Okay, wir wechseln die Seite. Soeben beschlossen. Dann müssen wir das hier entsprechend ändern. So, nehmen wir das. Das geht dann hier hinten rein. Zack. Und jetzt, wenn ich mich jetzt nicht wieder bei der Seite vertan habe, dann... Ach, es ist doch... Das ist... Ich bin der Weltmeister des Seitenvertauschens. So. Zack. Und jetzt hier in dieses rein, Herr Heisenberg. Dieses, jenes, genau. Und das geht sogar. Flurschaden wird in Kürze behoben. Ja, das funktioniert. Gut, dann werden wir hier durch. Dann machen wir das zweite Gleis noch hier hin. Wobei wir könnten natürlich, wir nutzen das zweigleisig hier. Das machen wir ganz einfach. Da müssen wir hier aber auch nochmal abreißen. Nehmen das Gleis und gehen. Moment, doch, das hätte eigentlich soweit gestummt. Wir wollen mit dem hier dann ins andere rein. Einmal zu viel abgerissen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Gut. Okay, hier, wenn wir können, ihr ahnt es. Er ist ja genau in der Kurve drin. Mal gucken. Bau nicht möglich. Nein, ich müsste es nur richtig erwischen. Ja, geht. Einmal eine X-Weiche, damit sie nochmal aussuchen können, was sie wollen. Ah, ein Zug. Endlich mal wieder ein Zug nach der vielen Bauerei. Gut, ordentlich, was wir jetzt hier alles noch hingestellt haben. Also die können wechseln und da hoch. Dann würde ich sagen, jetzt machen wir mal noch die Linie. Jetzt bin ich mal gespannt. Eigentlich müssen sie jetzt einmal ringsum kommen. Da oben. Dann hätten wir eigentlich alle vier Städte angeschlossen. Das heißt, die Linie, die erste, die vier Städte anläuft, die hätten wir dann. Dann können wir hier in die Richtung gehen. Und natürlich hier auch noch und. Und wir müssen hier oben eben mal noch wegen den Gütern gucken. Ich mache mal schnell Pause. Braucht die Linie. Oberböser Farnstedt. Jetzt mal schauen, ob das klappt. Also, wir starten in Oberböser. Fahren nach Farnstedt. Dann aber nicht nach Oberböser, sondern hier runter. Nach
Paska? Das klappt schon mal nicht. Moment. Ja, man müsste vielleicht hier noch Haltestelle hinzufügen machen. Okay, das klappt nicht, weil er von Paska nicht mehr nach Oberböser kommt. Aber vielleicht klappt's, wenn er hier dann hierhin kommt. Zack. Nein, klappt auch nicht. Und wenn er von Fahrenhorst wieder nach Oberböser will, das klappt auch nicht. Okay, irgendwo ist ein Haken drin. Klar, ersichtlich. Mal gucken. Wir löschen das nochmal. Die Strecke hier oben, die funktioniert. Okay, gut. Wir sind in diesem Gleis. Wir kommen nicht in dieses rein. Okay. Können wir das irgendwie... Was habe ich mir denn dabei gedacht? Können wir das irgendwie ändern, dass wir dieses Gleis nutzen? Können wir hier noch eine Weiche machen? Wir haben hier eine Weiche, das geht schon. Mit einem Wegpunkt können wir dem Zug sagen, dass er hier rein soll. Und dann kann er hier wechseln. Doch, doch, das geht. Gut, da brauchen wir aber meine guten alten Wegpunkte. Den müsste ich eigentlich haben. Haben wir den nicht eh schon verwendet? Ich weiß es gar nicht. Oder habe ich ihn mal gesucht? Habe ich ihn überhaupt? Oh Gott. Ich weiß doch nicht mehr, wie der hieß. Das heißt, wenn ich den jetzt bei den Mods suchen muss, na dann... Oh, ja, Prellbock haben wir. Dann Prost, Mahlzeit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein. Ah, da ist er doch. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie froh ich bin, den zu sehen. Also, wo machen wir dich hin? Wo siehst du gut aus? Dein Zweck erfüllen tust du eigentlich überall. Vielleicht nicht gerade unter der Brücke, aber hier. Also, das heißt, vor Farnstedt würden wir gerne hier lang. Okay, dann wären wir hier drin. Dann wollen wir nach Farnstedt, wollen wir da lang. Das müsste ohne Wegpunkt gehen, hoffe ich mal. Sonst machen wir einen. Wir wollen hier rein. Okay, Paska. Das klappt schon wieder nicht. Okay, irgendwas passt dem Spiel nicht. Oder sucht er sich einen anderen Weg? Über die Straße oder so? Nee, das könnte ja alles auch sein. Er möchte hier also nicht weiter. Wo ist der Fehler? Wir entfernen das nochmal. Wenn du hier startest und hier rausfährst. Ach, hier kommst du auch nicht rüber. Gibt's ja nicht. Okay, hat alles seine Richtigkeit. Kriegen wir hier eine Weiche hin? Müsste eigentlich zu machen sein. Dass er von hier kommend in das andere Gleis rein kann. Ja, das geht perfekt. Können wir vielleicht sogar noch... Nein, können wir nicht. Müssen wir in dem Fall aber eigentlich auch nicht. Okay, jetzt müsste es aber gehen mit der Weiche eigentlich. Wir versuchen es nochmal. Haltestelle hinzufügen, wieder hier runterrauschen. Und jetzt hier rein. Ja, jetzt geht's. Gut, dann geht er in dieses Gleis. Das ist genau das Gleis, das er benutzen soll. Oh, die ganze Linie wurde eigentlich schon eingezeichnet. Wenn auch nicht... Ach, wir haben noch keine Signale. Okay, ich wollte gerade sagen, wenn auch noch nicht zweigleisig befahren. Hier oben auch nicht, weil er wahrscheinlich nicht rüberkommt. Das werden wir klären. Aber bis hierhin funktioniert die Linie. Wir wollen ja nach Paska, auch nicht nach Oberböser, sondern wir wollen dann zuerst mal noch hier hin. Moment. Zack. Und hat das jetzt hier wieder zweigleisig? Nein. Müssen wir gucken. Müssen wir Signale setzen. Ganz einfach. Wenn wir die Signale gesetzt haben, hoffe ich mal, dass das geht. Du sollst... Was sollst du denn? Du sollst hier eigentlich geradeaus. Ja, so ist es natürlich dann aber doch ein Rundkurs. Moment, da müssen wir jetzt gucken. Halt, halt, halt. So ist es natürlich ein eingleisiger Rundkurs. Da kann ich Wegpunkte setzen, wie ich will. Wir müssen eigentlich nach Fahrenhorst müssen wir wenden. Nicht hier lang. Aber dann hätten wir ja hier... Hätten wir dann die ganze Strecke umsonst gebaut. Erg, jetzt, oh Gott, jetzt. Wie machen wir das? Wenn wir hier lang gehen, hier rüber, okay, dann sind wir hier. Dann gehen wir hier wieder zurück. Dann brauchen wir diesen Streckenbereich nicht. Das wäre ja ein Jammer. Das wäre eher ein größerer Jammer. Das habe ich jetzt gar nicht bedacht. Aber eine Rundstrecke würde so funktionieren. Das möchte ich aber nicht. Ich möchte nicht die Rundstrecke haben. Wie können wir verhindern, dass wir das nicht brauchen? Indem er... Ja, im Prinzip ist, wenn er hier wendet und wieder zurückfährt, dann ist diese Strecke dann überflüssig. Das ist natürlich schade.
Ich zeichne das mal so ein, wie wir es haben wollen. Wir können ja die Strecke, die Direktstrecke von Fahrenhorst nach Oberböser zum Beispiel als Gedenkstrecke machen mit schönen Dampflokomotiven oder so, dass die keinen Nutzen hat. Dann muss ich mal gucken, ob wir jetzt wieder zurückkommen von Fahrenhorst. Wollen wir wieder hier hin. Zack, okay. Und von hier wollen wir wieder hier hin. Hier oben hin. Zack. Wo zack? Hier. Zack. Und dann wollen wir wieder nach Oberböser. Das würde soweit stimmen. Und dann wieder zurück nach Fahrenstedt. Okay. Also wir könnten es natürlich jetzt so machen. Jetzt muss ich überlegen, wenn wir jetzt hier wieder runtergehen, also Oberböser wieder einzeichnen und dann hier lang gehen, dann fährt er schon hier runter. Dann machen wir es ja in die andere Richtung. Das ist gar nicht so unkomplex. Lass mich mal kurz überlegen. Also jetzt würde die Linie eigentlich so funktionieren. Diesen Bereich hier, den haben wir dann eben sozusagen für die Gedenklokomotiven. Aber es müsste doch eigentlich klappen, wenn wir jetzt sagen von Oberböser. Also er fährt von Fahrenstedt zurück nach Oberböser. Macht er jetzt sowieso. Wenn wir jetzt Haltestelle hinzufügen machen hier. Okay, dann ist die Linie weg. Dann fahren wir hier zurück. Dann benutzen wir nämlich diese Strecke. Geht's hier hin? Okay, die Signale fehlen hier immer noch. Und von Fahrenhorst geht's eigentlich wieder hier hin. Und von Pasca geht's wieder hier rauf. Zack. Und von Fahrenstedt geht es wieder zurück nach Oberböser. Wäre hier wieder. Dann haben wir es eben, glaube ich, doch. Das müsste eigentlich möglich sein, dass wir jetzt hier hinten. Ja, dann benutzen wir diesen Teil auch. Aber wir benutzen ihn interessanterweise nur eingleisig. Da müssen wir dem Zug noch Bescheid geben via Wegpunkt, dass er das gerne anders lösen kann. Beziehungsweise nein. Wir fahren ja nur in eine Richtung hier runter. Und dasselbe gilt natürlich dann hier hinten auch. Da kann ich Signale setzen, wie ich fröhlich bin. Nein, hier hat es jetzt gewechselt. Okay, aber die Signale bauen wir trotzdem noch. Wo fahren wir denn hier auch noch nur einspurig? Hier oben nicht. Hier? Oder ist das tatsächlich nur die andere Strecke? Das wäre nur die andere Strecke. Sehr schön. Gut. Dann hätten wir das. Dann können wir das jetzt neu benennen. Ich würde mal sagen, das Ding heißt Intergigio am besten, ja? Interregio Oberböser. Ist einfach der Interregio von Oberböser. Da machen wir sonst gar nichts mehr hin. Okay. Und jetzt aber die Signale noch. Die machen wir natürlich trotzdem. Da muss ich wieder rauf, nachdem mein Wegpunkt da doch ein bisschen weit unten war. Na. Arg. Geht schon wieder los mit der Scrollerei. Ich dachte, das sei dann in Staffel 3 nicht ganz so schlimm wie in der zweiten und ersten. Denkste. Ist halt, wenn man dann doch schon wieder so viele Mods drin hat. Aber die Mods machen einfach Spaß. Also, hier raus. Dann hier lang. Das heißt, wir brauchen hier ein Signal. Halt, ich muss das noch richtig erwischen. Ja, dann einfach in ordentlichem Abstand oder mit ordentlichem Abstand. Hier haben wir schon einen Tunnel. Ja, da müssen wir dazwischen, glaube ich. Ja, da machen wir doch nochmal ein normales. Hier. Oh, hier die Scharte. Die metzen wir gleich noch aus, sobald wir die Signale gesetzt haben. Jetzt hier eines. Jetzt hier wieder. Ah, hier haben wir hier keine Weiche? Doch, hier vorne. Macht das Sinn hier? Ja, ist nach dem Tunnel. Doch, doch, das macht schon Sinn. Und da wir hier so einen langen Weg haben, machen wir hier auch noch eins. Dann kann der Zug aus dem Bahnhof raus bis hier vorne vorrücken. Gut, jetzt machen wir noch ganz kurz hier ein bisschen Ordnung. Mit all dem Zeugs, was wir gemacht haben. Hier die Schiene mal noch durchgeführt, genau. Spuren beseitigen, fast wie nach einem Mord. Naja, ganz so schlimm war es nicht. Hoffentlich. So, hier, du musst noch ein bisschen runter. Hier lang. Ja, okay. Oh, da fällt mir wieder ein, dass wir noch Güter brauchen. Wenn ich da den Wald sehe, werden wir demnächst angehen. Oberböser braucht dringend Güter. Ja, nicht nur Oberböser, die anderen Städte auch eben, damit sie wachsen, damit sie um die Bahnhöfe rum
wachsen und die richtig schön machen. Okay, können wir das mit dem Kleinen eventuell noch ein bisschen ändern hier? Ja. Ja, hier haben wir sogar noch die Handorgel. Die nehmen wir natürlich auch noch weg. Das ist doch eigentlich eine schöne Einfahrt. Gefällt mir. Passt. Haben wir vielleicht sonst noch was? Hier haben wir noch auch noch so eine Spur, weil die Bahn zuerst hier lang ging, beziehungsweise das Gleis. Das lassen wir. Und hier vorne müssen wir eigentlich auch nichts mehr machen. Okay, das passt soweit auch. Gut, liebe Freunde, jetzt haben wir halt heute noch nicht neue Züge gesehen. Aber dafür haben wir die Strecke fertig. Das heißt, wir werden uns in der nächsten Folge einige Züge kaufen. Ich lasse jetzt eh mal laufen. Ich hätte vielleicht besser laufen lassen. Denn dann wären vielleicht schon wieder neue Lokomotiven gekommen. Jetzt haben wir natürlich das Ganze ein bisschen ausgebremst. Aber wir gucken. Sonst machen wir zuerst was mit den Gütern. Wir bauen, wir gucken, was wir hier an Gütern machen können. Irgendwas habe ich doch eh schon gesehen. Ist ja jetzt aber auch egal. Wir wollen jetzt nicht Güter gucken, sondern ich suche eigentlich einen Zug. Wo fährt denn hier einer? Nein. Hier unten fährt was. Gut, dann sagen wir mit dem Tschüss. Und eben, dann werden wir in der nächsten Folge nach Gütern gucken. Und dann freue ich mich extrem, in Fahrenhorst das erste Mal durch die Stadt durchzufahren zu diesem schönen Bahnhof Schwerin. So, kommst du? Da kommt er. Das ist ja eh unser amerikanischer Freund. Sehr schön, gut. Danke, liebe Leute, fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge auch wieder mit dabei, wenn es dann eher ums Thema Güter geht. Danke fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.